Ich grüße Sie zu unserem heutigen Thema. Es geht darum, wie sinnvoll eigentlich eine Mammographie ist. Ja, es ziehen Busse durch unser Land, in denen mobile Mammographie-Screening-Praxen eingerichtet sind. Es gibt die Zentren, in denen die Frauen eingeladen werden. Und zwar alle Frauen im Alter zwischen 50 und 69 Jahren werden aufgrund der entsprechenden Meldedaten eingeladen, an dem Brustkrebs-Früherkennungsprogramm teilzunehmen. Alle Krankenkassen, egal ob gesetzlich oder privat, beteiligen sich an diesem Programm. Sie unterstützen es und bezahlen die Kosten. Im Anschreiben an die Frauen heißt es dann, mit der Mammographie sei es möglich, Krebserkrankungen der Brust durch Röntgenuntersuchung zu erkennen, lange bevor sie tastbar sind. Die frühe Erkennung verbessere dann die Behandlungsmöglichkeiten und damit natürlich auch die Heilungschancen. Erlauben Sie mir einige kritische Fragen zu dieser Vorgehensweise. Die Dosis der Röntgenstrahlen ist mittlerweile sehr reduziert. Ist sie aber deshalb trotzdem harmlos für ein solch empfindliches Gewebe wie das der Brust? Vor allem, da nicht auszuschließen ist, dass kleinere Dosen zwar weniger Zellverletzungen erzeugen, aber möglicherweise dadurch der Körper aber zu verminderter Reparaturmaßnahmen veranlasst wird. Bei Mammographieuntersuchungen, die Frauen wissen es, wird jede Brust extrem gequetscht. Diese Schmerzen und die damit verbundenen Verletzungen werden überhaupt nicht thematisiert, was ich gar nicht verstehen kann. Wer garantiert denn, dass nicht durch diese Art der Untersuchung Zellen entstehen, die wir gerade nicht haben wollen und dann noch mit Röntgenstrahlung bestrahlt? Das alles wäre vielleicht noch ein kleineres Übel und hinnehmbar, gäbe es nicht eine weitaus weniger schädliche und aussagekräftigere Untersuchung. In einer Studie der Universitätsklinik Bonn fand man nämlich heraus, dass sich die sogenannte Magnetresonanztomographie, MRT, früher auch als Kernspintomographie bekannt, wesentlich besser zur Früherkennung eines Brusttumors eignet als die Mammographie. 5 Jahre lang wurden nämlich 7.319 Frauen mit beiden Methoden untersucht. In 167 Fällen wurden Formen der frühen Stadien des Brustkrebses gefunden. Davon, jetzt bitte aufpassen, 92% durch die MRT und nur 56% durch die Mammographie. Dies liegt nämlich daran, dass man bei der Mammographie nur Mikroverkalkungen als Hinweis auf ein Tumorgeschehen erkennen kann, die bei schnell wachsenden Tumoren nicht schnell genug entstehen. Bei der MRT sieht man die früher stattfindende Zunahme der Blutgefäße, die in einem direkten Zusammenhang mit der Tumorbildung stehen. Die MRT kommt außerdem ohne schädliche Röntgenstrahlung aus, da sie mittels Magnetfeldern arbeiten. Auch die mechanische Verletzung der Brust, also diese Quetschung, findet absolut nicht statt. Allerdings gibt es momentan noch einen gravierenden Nachteil. Es sind nämlich die Kosten für diese Früherkennungsuntersuchung mittels MRT. Denn diese werden derzeit noch nicht von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Aber ich bin mir jedoch ziemlich sicher, dass sich aufgrund dieser eindeutigen Studiensituation die Kassen hier etwas einfallen lassen müssen. Die Betroffenen, die Frauen, sollten sich für diese sichere und nebenwirkungsfreiere Krebsfrüherkennung stark machen. Da bei der MRT so frühe Stadien gesichtet werden können, dass außer einer kleinen Operation keine weitere Therapie notwendig wird, würde diese im Übrigen erhebliche Kostenersparnis natürlich auch die höheren Früherkennungsuntersuchungskosten bei weitem aufwiegen. Aber dennoch, so wichtig Früherkennung ist, sie darf nicht mit Vorbeugung verwechselt werden. Denn Vorbeugung setzt noch wesentlich früher an und lässt fast keine Kosten entstehen. Und deswegen wird sie, egal bei welchen Krankheiten, die Methode der Zukunft sein. Die Beantwortung der Frage, warum ein Körper Krebs überhaupt ausbildet,
ist hierbei im Übrigen von zentraler Bedeutung. Und wenn man weiß, dass die neueste Zahl, dass seit 1970 sich die insgesamte Krebserkrankungsrate verdoppelt hat bis zum heutigen Tag, dann sollte man diesem Ansatz und dieser Frage nochmal extra ein Augenmerk schenken. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über Ihren Daumen nach oben und natürlich auch, wenn Sie meinen Kanal abonnieren.